Bei mir Christian Schröder, Spieler MSV Salmrohr. Erstmal Glückwunsch zum 2:1 Auswärtssieg heute. Du bist an einer Wirkungsstätte in Völklingen heute, wo vor 9 Jahren dir dein schlimmer Unfall passiert ist. Erzähl mal, wie hast du dich heute gefühlt, hier nochmal hinzukommen? Ja, war natürlich ein besonderes Spiel heute für mich. Ich habe es versucht, weitestgehend auszublenden. Natürlich im Vorfeld, wenn man dann von Freunden und Bekannten auch Nachrichten bekommt, von Spielern, hat das natürlich schon immer wieder im Kopf, gerade wenn man das Gelände betritt. Ich weiß auch noch ungefähr genau die Stelle, wo es war. Wenn man auch da an der Stelle dann vorbeiläuft, ist natürlich schon ein merkwürdiges Gefühl. Aber als das Spiel dann angefangen hat, war ich dann so im Spiel drin, dann vergisst man das schon. Nach dem Spiel kommen die Emotionen dann wieder ein bisschen hoch, wie jetzt gerade. Bis 9 Jahre her ist es passiert. Und von daher, ich habe das ganze Thema abgehakt. Ich bin froh, nochmal auf dem Platz zu stehen. Und von daher, mit dem 2:1-Sieg war es kein oder konnte es kein schöneres Comeback jetzt hier geben. Du sagst es selber, es gab kein schöneres Comeback, wie jetzt hier 2:1 zu gewinnen. Erzähl mal, wie hast du das Spiel für dich empfunden? Es war ein, ja, ich wusste von Anfang an, dass es ein sehr schweres und kampfbetontes Spiel wird. Die Witterungsverhältnisse und der Platz haben dazu beigetragen. Dann sind wir natürlich noch früh in Rückstand geraten. Das wollten wir natürlich vermeiden. Wir wollten natürlich alles, aber keinen Rückstand. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und ich denke, wir haben uns super dann ins Spiel reingekämpft und unterm Strich auch verdient 2:1 gewonnen. Das Einzige, was wir uns ankreiden müssen, ist, dass wir vielleicht nicht noch höher gewonnen haben, dass wir die eine oder andere Aktion nicht sauber ausgespielt haben zum Schluss. Aber unterm Strich haben wir hier verdient 2:1 gewonnen. Das ist wichtig. Okay, super, danke dir.